Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. Ich will immer, Gott weiß, ach, ist egal. Ja, bei City Skylines, wir sind hier immer noch am Bauen. Keine Ahnung. Ja, momentan ist irgendwie ein bisschen Ebbe bei mir. Vielleicht, warte mal, ich kann ja mal hier die Straße weiterbauen, ne? Kann ich hier nicht auch so eine schicke Straße hinmachen? Wie sieht das hier eigentlich mit Aufwerten aus? Kann ich die eigentlich aufwerten? Das wollte ich doch gar nicht. Aber die kann ich natürlich wieder nicht aufwerten, war ja klar. Ist das so eine gute Idee? Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das machen sollte. Auf jeden Fall die würde ich gerne aufwerten hier so. Weiß ich nicht, sollte ich die Straßen hier mal alle aufwerten? Was? Diese Orte sind bereits belegt? Manche Straßen kann ich hier verbessern und manche nicht. Das finde ich komisch. Oh Gott, reiße ich das damit weg? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir nicht. Warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Das ist nicht gut. Dann haben die auf einmal keinen Strom mehr. Wieso kann ich da nicht rüberbauen? So, jetzt habt ihr aber. So, Verbesserung. Ich bin da gerade nicht so wirklich sicher, ob das so eine gute Idee ist. Zumal ich hier gerade viel wegreiß, weil die Straßen ja größer werden müssen. Wieso sind die hier grün und da sieht das aus wie Herbst? Keine Ahnung. Ich reiß gerade die ganze Industrie weg. Ach, ist doch alles egal. Hier darf ich nichts verbessern. Aber hier. Ich weiß nicht, das ist irgendwie keine gute Idee von mir gewesen. Ich wollte das auch eigentlich gar nicht. Und wieso habt ihr kein Wasser? Wieso das denn? Wie kann das denn sein? Ich sehe das jetzt erst, da kommen ja langsam die richtig großen Gebäude, ne? Cool. Yay, großartige Stadt. Solarkraftwerk können wir jetzt bauen. Und ein drittes Darlehen aufnehmen. Super. Also ganz ehrlich, das war doch gerade eine beschissene Idee von mir.
Kann ich die auch wieder downgraden? Nö, ne? Also das mache ich jetzt hier aber mal nicht, weil das war eine derart beschissene Idee von mir. Ich ziehe jetzt hier aber trotzdem noch mal einmal, dass es so eine Art Hauptstraße ist hier. Einmal so quer durch. Und dann mache ich das weg. Eigentlich wollte ich nämlich nur die weiterziehen hier. So, warte mal, wenn ich später da vielleicht ein Gebiet kaufen würde, dass sie da rüber gehen würde. Na, weiß ich nicht. Zieh die mal einfach so weiter, ist doch egal. So. Und dann müsste ich hier mal wieder eine Straße links bauen. Kann ich das jetzt, also mit Dingsen geht das hier nicht. Hä? Ich hab doch die ausgewählt. Mann. Wieso ist denn da ein Gefälle? Warum ist das so? Mache ich das halt so. Ist ja auch egal. So. Oh, ich habe meine ganze Industrie geschrottet. Verdammt. So, was ich bauen wollte, genau, das Expo-Center. Expo-Center. Expo-Center, so. Das wollte ich denn hier hinklatschen. Was machst du denn da? So, geh doch da hin. Ich bin doch an der Straße. Da. Okay. Und hier kann ich eigentlich gleich das hinknallen. So. Es war zwar gar teuer, aber dann haben wir die beiden Sachen auch. Selbst der, ja, und der Turm der hohen Zinsen, ja. Genau. Schick. Schicki, schicki. Schau mal von vorne angucken hier. Okay. Leicht übertrieben. Voll das Riesengebäude noch einmal. So, was ist unser nächster großartige Stadt? Hauptstadt. Hauptstadt. Oh, 30.000. Oh, das dauert noch. Wo ich gerade Hafen sage, wir können auch U-Bahn jetzt bauen, ne? Und Zug. Ja, ich habe aber kein... Ach, einen Bahnhof kann ich auch bauen? Okay. Aber ich kann keine Schienen bauen, oder was? Warte mal, wenn ich... Also ich könnte jetzt hier einen Bahnhof hinknallen, oder wie? Wenn ich jetzt hier einen hinbauen würde, könnte ich den denn so längs führen? Geht das? War ja klar. Ah, seht ihr, das geht doch. Aber das war ja gerade eine beschissene Idee schon wieder von mir. Das kann ich nicht machen. Das muss ich nach oben machen. Kann ich eigentlich auch unterirdisch bauen? Nö. Weil ich könnte sie doch theoretisch so komplett einmal außenrum, oder nicht? Ach ja, die darf ja nicht abknicken. Stimmt ja. Das muss ich wieder wegreißen. Mann, hallo. So. Da.
Weil das Ding könnte ich ja auch in die komplette Stadt jetzt schicken. Ist ja super. Sieht ja nicht wirklich hübsch aus, aber warum nicht, wenn das vielleicht hilft? So, jetzt wieder dran, ne? Genau. Der geht sich einmal wunderbar im Kreis. Und jetzt könnte ich doch hier. Da. Dann kann ich hier eiserne Bushaltestellen machen. Wieso kann ich die jetzt hier nicht längs führen? Wieso kann ich jetzt hier keine Haltestellen machen? Hä? Hallo? Wieso geht das nicht? Warum funktioniert das nicht? Hä? Das ist ja komisch. Was ist das? Bauen Sie U-Bahn-Tunnel. Ja, bin ich bei. Und zwar dahin. 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 So, jetzt haben wir alles drin, ne? Ich weiß, dass die Linie unfertig ist. So, dahin, dahin. Also, ich glaube ja nicht wirklich, dass das was bringt. Aber hey, wir können sagen, wir haben eine U-Bahn und wir haben eine Eisenbahn, die uns ja auch mal rein gar nichts bringt eigentlich. Weil ich kann da keine... Ich weiß nicht, warum. Neue Linie hinzugefügt. Hö. Ich kann hier machen, was ich will, das bringt mir gar nichts. Keine Ahnung. So, ist egal. So, wir schwimmen hier immer noch im Geld. Ich weiß gar nicht, wohin ich mit meinem ganzen Geld soll. Ja. Genau.
haben wir schon wieder Probleme mit Strom. Ach ja, wir können unser Solarkraftwerk jetzt bauen. Wie viel bringt das? 160. Autsch. Und das ist scheißegal, wo wir das hinbauen, oder wie? Gebäude muss neben der Straße sein. Das ist doch neben der Straße. Willst du mich flachsen? Ja, ich glaube, ist scheißegal, oder? Würde ich es mal dahin klatschen. Wie viel teuer ist der Unterhalt? 1200, das ist ja ein Witz. Wenn ich davon zwei jetzt hinklatsch, dann kann ich doch die schon bald wieder alle abreißen, oder? So. Na, reißen wir alles ab hier. Oh, hallo. Wir haben eine phänomenale Stromerzeugung. So. Dann hätten wir das auch. Oh, wir haben 27.000 plus. Alter, ich könnte vielleicht mit meinen Steuern sogar noch weiter runtergehen. Vielleicht, nicht nur vielleicht, ich kann noch weiter runtergehen. Ich mach das mal. Oh, gehen wir mal auf 8 runter. So. Ja gut, jetzt schrumpft natürlich unser Plus wieder weg, aber... Weil ich weiß gerade nicht momentan, wo ich das ganze Geld ausgeben soll. Ach ja, hier können wir noch ein Stadion bauen. Bringen Sie durch den Bau eines Stadions die Aufregung eines Wettkampfes in die Stadt. Anforderung für den Bau des Weltraumliftes. Ja, das sollte lieber auch... Na, weiß ich nicht. Könnte ich das hier klatschen? Eigentlich schon, ne? Klatsche ich das mal hier hin. So. Aha. Da sind die Leute happy. So, dann haben wir das. Oh, was ist das denn? Transporttor. Der Transporttor ist ein großes Bürogebäude, das besonders auf die Bedürfnisse der Transportfirmen zugeschnitten ist. Anforderung für den Bau des Weltraumliftes. Ja, das bauen wir natürlich auch noch. Wir bauen alles. Alles, was wir bauen können, bauen wir. Aber ich kann es irgendwie nirgendwo bauen. Das ist ja auch nicht schön. Hä? Das hat hier sogar irgendwo gepasst eben. Ach so. Okay. Oder müsste das doch hier auch passen? Hä? Da knall ich das doch gleich mit dahin. So, noch irgendwas? Das Ding kann ich immer noch nicht bauen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Freiheitsstatue wirklich haben will. Das sind unsere Solarkraftwerke. Okay. Und hier ist unser Stadion. Tada! Okay. Alter, hör doch mal auf zu nerven. Linie und fertig. Und du ja auch auf zu nerven. Besucher letzte Woche 48, Touristen letzte Woche 12. Das Stadion bietet Massenunterhaltung. Kann man da auch reingucken? Ey, cool. Ein Fußballfeld, wer hätte das gedacht? Sieht ja auch irgendwie spacig aus. Also mir gefällt das bis jetzt ganz gut. So, ja, weiter gucken hier. Strom brauche ich mir keine Sorgen mehr drum machen. Ah, Wasser aufbauen. Achten Sie, das Abwasser in Wassergebiete pumpen. Zur Reduzierung der Stadt können Sie ein Wasser rein, die verschmutzt ist einfach so. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir wirklich nicht. Weißt du, im City da konntest du auch also halt so eine Aufbereitungsanlage, ein Klärwerk direkt neben der Wasserpumpe, neben den Abwasser setzen. Und immer das, was er rausgepumpt hat, wieder rein. Und du hast da. Man konnte. Ja, ich würde nicht sagen, dass man gescheatet hat, das nicht, aber. Oh, guck mal, guckt euch das an. Toll. Eisenbahn fährt natürlich keiner. Ist ja kein Wunder. Da konnte man teilweise richtig cheaten. Aber sonst sieht hier eigentlich ganz gut aus. Na gut, bis auf Polizei.
Wieso sieht denn die Polizei bei mir so katastrophal aus? So über 30.000. Warte mal, vielleicht kann ich noch. Vielleicht sollte ich mal hier einfach noch dichte Wohngebiete noch hinklatschen. So, zack, 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 zack. So. Ja, schicki. Achso, da oben wollten wir doch noch Industrien machen, ne? Genau. Da, zack, zack. Zack, zack. Aber hat sich wieder beruhigt, ne? Wegen den großen Straßen da. Das war eine selten dämliche Idee von mir. So, ach, da unten kann ich auch noch ein bisschen Industrie inklatschen. Oder mache ich doch glatt mal, ne? So. So. Hier kann ich auch noch was hinklatschen. Jo. Ach, wäre das schön, wenn ich jetzt hier noch so einen schönen Eisenbahn hätte. Aber nö, es funktioniert ja mal wieder nicht. Was ist da los? So, ja gut, das ist scheißegal. Ja, dann haben wir das. Da wird auch schön fleißig. Na, eigentlich wird er überhaupt nicht gebaut, weil ich mal gar keine Nachfrage habe, aber egal. Sorry. Oh, hier wollen sie auch wieder haben. Da dachte ich, baue ich jetzt mal. Oh, mal können wir hier, dass wir den nötigen Platz, den wir momentan überall haben, den mal ausfüllen. Ist ja eigentlich keine so schlechte Idee von mir, glaube ich. So. Ja, gut, immer. Hier wäre noch ein bisschen. Weil könnte ich hier jetzt. Ah, das wäre den Kreisverkehr, klappt ja richtig super. Na gut, jetzt haben wir einen kleinen Stau hier. Wieso haben wir da einen kleinen Stau auf einmal? Wieso ist da auf einmal ein Stau? Ach du Kacke. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Nein. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da muss ich nochmal, warte, da muss ich mal kurz wegreißen. Das tut mir leid. So. Jetzt dürfte die Ampel nämlich wieder weg sein, oder? Wieso ist die Ampel jetzt nicht weg? Muss ich die Straße hier jetzt auch noch wegreißen, oder was? Eigentlich ja nicht. Hä? Hallo, ich will den Bulldozer haben. Ja, wartet mal kurz, ich baue hier gleich. So. Und da hatte ich die ganz normale Straße hier, ne? So. Wieso habe ich denn da jetzt eine Ampel? Ich hatte doch vorher keine Ampel. Hä? Ach. Das ist nicht schön. Jetzt habe ich da wieder dieses Problem. Verdammt, verdammt, was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht? So. Da in der Mitte kommt nichts. Das will ich nicht. Aber hier kann überall noch was hin. So. So, genau. Das kann man, glaube ich, so anbieten. Da sollte ich hier noch eine Straße rüber machen. Mache ich auch noch mal schnell. Ich wollte eigentlich schon seit Ewigkeiten ausmachen. Das Gefälle zu steil. Oh, warte mal. Ich weiß warum. So. So. So.
Marcel, willst du mich jetzt fertig machen? Kannst du da jetzt mal bitte hinbauen? Das kann ich doch nicht bauen. Was ist das denn für ein komischer Brrrr? Ja gut, ist egal. Sieht leicht komisch aus, aber erfüllt seinen Zweck. Jo, dann würde ich erstmal sagen, beende ich hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.